Es gibt US-amerikanische Studien, denen zufolge die volkswirtschaftlichen Kosten von vorzeitigem Bildungsabbruch 450.000 Dollar betragen. Jetzt kann man das natürlich nicht eins zu eins auf Europa umlegen, weil wir die ganzen Daten und Zahlen und dergleichen gar nicht haben. Nichtsdestotrotz kann man daraus ein Argument gewinnen, zu sagen, es zahlt sich jedenfalls aus, weil eine Maßnahme kann gar nie so teuer sein, wie die Folgekonsequenzen, die damit verbunden sind, wenn man nichts tut.